Vielleicht kriege ich heute einen neuen Rekord hin. Ich bin schon happy, wenn ich einfach das... Oh, Bowser's Castle. Bowser's Castle. Castle sind immer blöd. Aber ich bin schon zufrieden, wenn wir einfach zweimal hinbekommen würden. Kommt der runter? Wie sollen wir da rüber? Hallo? Okay, ich glaube, man kann, wenn man hier richtig abspringt, genau, auf die Plattform rauf. So, jetzt gibt es hier mehrere... Warum ist da oben eine Säge? Gut, dann will ich, glaube ich, nach rechts. Gibt es denn da überhaupt irgendwas? Nö. Sieht nicht so aus. Und hier ist auch nichts versteckt oder sowas. Heißt, wir müssen tatsächlich nach da oben. Aber ich glaube, wir wollen erst an die linke Wand und dann an die rechte. Weil sonst ist die Säge im Weg. Okay. So, kommt hier irgendwas Böses? Ist hier vielleicht irgendwo ein Power-Up? Muss ich da hoch oder irgendwie sowas? Blind Jumps, nicht nett. Okay, ich vermute mal, wir müssen hier an die Wand ran und davon abspringen. Das wird doch auch schon wieder nichts. Ich probiere das lieber ohne. Warte mal, ging hier nicht dieser andere Sprung auch irgendwie? So ein Hechtsprung? Kann er hier diesen Hechtsprung nicht? Nö, scheint ein anderer Mario-Teil zu sein. Okay, ich laufe jetzt hier einfach mal runter. Und hoffe, dass es gut geht. Okay, das sieht aber auch machbar aus. Blind Jumps sind halt kacke. Ich dachte, ich muss vielleicht was anderes machen. Weil an sich, hier vorne ist es ja dann richtig einfach. Hier einfach nicht in die Kettensäge rein. Okay, die Feuerdinger sind jetzt auch nicht so assig gesetzt, dass die einen irgendwie treffen könnten. Go get the key. Oh, ein Mittelpunkt. Nett. Der Kommentar sagt, hier oben gibt es einen Schlüssel. Dann schauen wir doch mal. Dann gib mal den Schlüssel her. Wo soll der sein? Hä? Muss man die hier alle töten? Ah, okay, ich sehe schon. Wir sollen den Cooper einmal mitnehmen. Und damit die ganzen Dinger töten. Ja, okay, haben Schlüssel. Wir hätten den Schlüssel vielleicht erstmal holen sollen. Obwohl, nee, der wird sowieso resettet, oder? Stirbt man hier? Nee, okay, hier ist man safe. Auf dem Plattform... Auf dem Plattform ist man safe, das ist ja schon mal ganz nett. So. Okay, dann müssen wir mit Schwung hoch. Wirkt aber alles noch sehr machbar für ein sehr schwieriges Level. Ob es machbar ist in den Leben, die ich noch habe, ist die andere Frage. Okay, die alle, gib mir Schlüssel, danke. So synchron hier alles, krass. Die waren eben nicht synchron. Klingt aber cool. Voll der Bass. So, okay, mit ein bisschen Anschwung einfach hoch. Alles klar. Da ist auch nichts Böses. Heißt, einfach im richtigen Winkel abspringen. Was ist hier besser? Ein kleiner Sprung oder so ein Sprung? Ich probiere es einfach mal. Sieht gut aus. Ich hoffe, ich muss hier rein. Okay, jetzt kommt hier der Rätselteil oder was? War das ein Rätsellevel? Ja, ist ein Rätsellevel. Okay, da kommt hoffentlich irgendwas raus. Eine Bombe. Die wird das aktivieren. Das ist die Frage. Wir brauchen wahrscheinlich beides. Heißt, wir drücken den Peak. Dings, nehmen den Powerblock mit. Müssen hier schnell die Münzen wegmachen. Und jetzt? Ich hoffe mal, da kommt von oben noch irgendwas runter. Hallo? Ah. Okay. Den Powerblock brauchen wir bestimmt noch für irgendwas anderes. Was kommt da raus? Oh, nett! Kann man den benutzen, zusammen mit einem Powerblock? Oh ja, Tatsache. Ich nehme den Powerblock einfach mal mit, weil ich vermute, wir brauchen den noch irgendwo. Oder auch nicht. Wofür war denn der Powerblock? Ich komme da halt nicht rein mit Powerblock, deswegen muss ich da jetzt da bleiben. Hallo, Little Bowser. Muss ich dich töten? Muss ich. Nee! Ah, ich habe keinen Schlüssel. Vielleicht müssen wir nochmal zurück. Ja, wir müssen nochmal zurück. Weil uns ein Schlüssel fehlt. Na gut, dann komm mal her, kleiner Bowser. Ich habe hier nämlich eine richtig geile Blume. Die macht. Oder Propeller, besser gesagt. Die macht das richtig einfach gegen dich. Und ich kann das Ding ja auch noch hochschmeißen. Okay, doch nicht. Aber ich hätte es theoretisch hochschmeißen können. Ja, easy peasy, Bowser Jr., du kannst nämlich gar nichts. Was haben wir seinen Schlüssel? Das Level wirkt sehr, sehr einfach, muss ich sagen. Wenn wir jetzt nicht gleich noch... Ja, schon geschafft. Hä, wieso war das denn unter den sehr schweren Leveln? Okay, ja, wir haben jetzt keine Leben dazu bekommen, aber wir haben auch nur 3 Leben verloren. Okay. Fand ich jetzt tatsächlich eher nicht so schwer, würde ich. Unter den normal bis schwierigen Leveln, aber doch nicht sehr schwierig. Na gut, okay. Ich nehme es mal so an. Neuer Rekord, dankeschön. Ja, und ich bin jetzt schon unter den Top 20.000, ey. Krass, dann können wir vielleicht sogar noch ein drittes Level schaffen. Mario 1.1 von einem Chiyanapana. China-Japaner bestimmt. Okay. Der Klassiker.
Nintendo hat extra eingestellt, dass man am Anfang die ersten paar Blöcke nichts hinsetzen kann. Aber da, wo man spawnt, kann man anscheinend doch was hinsetzen. Super unnötig. Die teilen sich einfach auf. Das war dumm. Zeit haben wir an sich aber relativ viel. Ich glaube, ich werde hier schon sterben. Ich krieg das... Obwohl... Will ich dann überhaupt Sachen aktivieren? Ich vermute... lol. Ich vermute fast nicht. Nervt er mich jetzt die ganze... Oh nein. Nervt er mich jetzt die ganze Zeit... Oh, ich habe ihn getötet. Bin ich hier eingesperrt? Alrighty. Es ist so ein Level. Es ist so ein Level. Bestimmt stand da in Chinesisch oder was dieses Kanji da heißen soll. Toll. Gut, wir aktivieren einfach gar nichts. Und hoffen, dass wir dann noch weiterleben. Warte mal, hier war aber doch irgendwo noch so... War hier nicht auch ein Block? Genau, den nehmen wir einfach mal mit. Ist vielleicht noch eine zweite Reihe... Zweite Reihe Kaiseblöcke? Nee. Kann ich einfach rüberhüpfen, ja? Hier vielleicht ein Kaiseblock, dass ich dann unten beim Gumba lande. Nein, alles klar. Kann ich hier rein? Ich gehe da nicht runter. Ja, war doch klar, dass hier einer ist. Und hier ist bestimmt auch eine zweite Reihe. Ha! Als hätte ich es gerochen. Okay, eine dritte Reihe scheint nicht da zu sein. Ich glaube, das war eine dumme Idee, dass ich nach unten gehe. Ist das eine dumme Idee? Das sieht wie das normale Mario aus. Ja, es war eine dumme Idee. Es ist eine Fake-Röhre. Ist das hier ein Softlock? Es ist... Man freut sich, dass man einfach... Ja, man kommt nicht zurück. Dass man ein Geheimnis entdeckt hat. Ja, man kommt da nicht mehr zurück. Ach Mann, ey. Dann muss man einfach neu starten, weil man gesoftlock ist. Nicht cool. So, für einen normalen Run, ganz witzig. Aber für Endlos-Challenge, meh. War hier auch sowas? Nee, ne? Hier konnte man einfach rüber, aber hier war wieder Troll. Du willst mir jetzt nicht echt erzählen, dass ich hier einfach runterjumpen darf. Das glaubst du wohl selber nicht. Okay, cool. Das war auch wieder klar. Immer derselbe Kack hier. Das wird doch langweilig. Oh, Whitey. Ich glaube nicht, dass ich den aktivieren will, deswegen aktiviere ich ihn einfach mal nicht. Und wenn man zu weit nach oben geht, dann kommen die Munchers da runter. Okay, cool. Ich kann mir aber vorstellen, dass man hier unten einfach gar nicht weiterkommt. Oder, oder, oder? Da ist zumindest ein Block. Ist hier noch einer? Nee, also anscheinend kann man hier doch weiter. Ich kann mir vorstellen, dass man hier irgendwo noch eingesperrt ist. Ich traue mich gar nicht weiter, weil ich überall mit einem Kaiseblock rechnen muss. Wieso drücke ich überhaupt Knöpfe, hä? Wieso? Wieso tue ich das? Das ist super dumm von mir. Oh, die habe ich schon im alten Mario gehasst. Diese Hüpfdinger hier. Diese Hüpfdöhlen. Okay, okay. Wir sind recht weit schon gekommen. Wir dürfen nicht so hoch, weil sonst... Und auch keine Knöpfe drücken. Denn sonst... Nein, gehst du bitte weg. Ich habe so gar keine Lust auf dich. Denn sonst kommt wieder irgendein Scheiß von irgendwoher, der mich töten will. Oh yeah. Und wieso sind die Gumbas hier so riesig? Oh Gott, das war knappi. Am besten nicht bewegen, wenn man die Gumbas tötet. Merke ich hier gerade so. Immer Angst, dass oben irgendwo ein Kaiseblock ist, der mich dann nervt beim Hüpfen. Und wir haben leider... Okay, nee, der... Squid geht zum Glück weg. Okay, das hier ist garantiert auch wieder ein Troll. Überall, wo man runterfallen kann, vermutlich ein Troll. Okay, geht aber auch noch. Ah, hier muss... Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da runtergehen darf. Oh Gott, wenn ich einen Block zu weit runtergehe, bin ich einfach eingesperrt. Ich hüpfe lieber rüber, sonst passiert hier irgendeine Kacke. Okay, okay. Ich glaube, wenn ich in der ganz unten gegangen wäre, dann wäre ich einfach gestorben. Vielleicht zwei von denen. Dieser Squid nervt ein bisschen. Wieso verfolgt er mich die ganze Zeit? Ich gehe hier einfach rauf. Ich gehe oben lang. Ich weiß nicht, ob oben lang gut ist. Ich habe halt die ganze Zeit Angst, dass Munchers von irgendwo kommen. Ich gehe da nicht rein. Ist das wirklich das Ziel? Ist das? Nein, es war so klar. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich kenne doch solche Level. Ah, ich war am Ende und dann kommt da so ein Scheiß. Aber ich weiß jetzt ja, wie es geht. Okay. Schon wieder! Warum ist beim ersten denn der Troll? Der zweite war das ohne Troll, ne? Oh, jetzt verbrate ich ja mein Leben. Ist das schlecht. Okay, wieder am Ende. Den auslösen und einfach durch. Okay, da kamen noch mehr. Wäre ich zu hoch gehüpft, dann wäre ich garantiert auch nochmal gestorben. Oh mein Gott. Ja, also auf nichts berühren, dann läuft es am besten in diesem Level. Nichts berühren und überall sehr, sehr vorsichtig sein. Das hat mir aber auch gefallen. So Troll-Level finde ich schon witzig. Oh Mann, ey.
Geil, ey. Drei Dinger gleich geschafft. Richtig gut. So kenne ich mich ja gar nicht. Und Top 10.000. Perfekt, Alter. Aber ich muss auch sagen, das zweite Level war sehr, sehr angenehm. Und wir haben immer noch 11 Leben. Ja, B-Cat, schon wieder ein Amerikaner. Was bauen die Amerikaner denn immer für komische Level? Und schon wieder ein Castle. Stand da zumindest. Bowser Juniors, nee, Skybase. Okay, hier sind ja wieder keine Trolle, ne? Das heißt, ich kann die Blöcke auch wieder aktivieren. Ich habe jetzt voll Angst, dass hier wieder irgend so ein Scheiß ist. Ich würde hier richtig gerne aktivieren, die Blöcke hier unten. Ja, guck mal, ein Power-Up. Und nicht, dass irgendwie Manchas von oben auf dich runterbrasseln. Ich bin jetzt aber richtig vorsichtig, merke ich gerade. Okay, verstanden. Im richtigen Moment halt drauf. Kann man dabei sterben? Einfach immer hüpfen, hüpfen, hüpfen und rein. Ich glaube, man kann sich da nicht einsperren. Drin, oder? So, jetzt sind wir in seiner Skybase. Klingt bisher aber auch nicht so schwer. Wir aktivieren das mal. Und lassen uns vom Wind wehen. So, schön. Ja, nämlich, okay, brauche ich sowieso nicht dieses Leben. Ich brauche dieses Leben nicht, ich schmeiß es einfach weg. Wir können uns nochmal einen Pilz holen, aber ist mir gerade egal. Wenn das hier wirklich nochmal ein bisschen zu assig wird, dann werde ich mir wahrscheinlich nochmal einen Pilz holen. Aber gerade wirkt das ja doch recht angenehm. Könntest du aufhören zu hüpfen? Ha! Genau, was hat der denn für MLG-Reflexe? Der macht gleich wieder seine... Da, was hat der denn für komische Reflexe? Ach, wir müssen den sogar töten. Ja, lol. Okay, ich sehe die Herausforderung, ich sehe sie und ich verstehe sie. Ich verstehe nicht so richtig, wofür diese On-Off-Blöcke hier sind, aber ist okay. Wir können immer warten, wohin die Schlange geht. Ob die vielleicht irgendwas Tolles für uns macht. Vielleicht drückt sie da die Kanone hoch. Ja, sie gibt uns Geld. Ah, wir müssen den Typen töten, bevor die Schlange da ist. Jetzt kommen wir nämlich nicht mehr in die Tür rein. Okay, wisst ihr was? Wir drücken einfach keinen On-Off-Block und dann sollte er da eventuell stecken bleiben. 2 und 3. Okay, er ist aber nicht stecken geblieben. Dann verstehe ich diese On-Off-Blöcke da tatsächlich nicht so wirklich. Weil, okay, wir müssen ihn auf jeden Fall auch töten. Das ist klar. Ich meine, wir haben ja auch noch eine Reset-Tür. Ich weiß nicht wofür. Also ich vermute mal, dass es eine Reset-Tür ist. Die können sich gegenseitig töten. Scheint so ein bisschen Boss-Battle-mäßig hier drauf zu sein. Wir können da rein. Will ich da rein? Hier ist doch garantiert noch irgendwo ein Geheimnis. Meint ihr nicht? Warum ist hier so ein großer Raum? Man weiß es nicht so genau. Okay. Schon das Ziel? Okay, heute sind die Level... Die ersten beiden Level waren ultra assig, okay? Die habe ich halt wirklich gar nicht geschafft. Mit all meinen 30 Leben nicht. Und jetzt kommen hier einfach solche Level. 3 Stück hintereinander, die wirklich nicht wirklich hardcore waren. Heftig. Alter. Ich glaube, dieser Part nimmt einfach Überlänge an, weil ich so weit komme. The Confused. Ein Rätsel. Okay, Rätsel sind böse. Ja, ich habe Angst. Hallo? Kommt da was raus? Will ich da rein? Alter, hätte mich das töten können? Kann einen das töten? Können diese Ranken töten? Man weiß es nicht. Okay, da oben müssen wir garantiert mit einem P-Switch lang. Nun, da drüben ist eine Münze. Okay. Ist das falsch? Da scheint einer in der Wand drin zu sein. Wer ruft denn da? Einfach mal ein Pilz? Noch ein Pilz? Ganz viele Pilze. Ich habe Angst. Wenn man nichts sieht. Dieser Modus ist kacke, wenn man nichts sieht. Okay. Aber Rätsellevel sind ja eigentlich dafür bekannt, nicht böse zu sein, oder? Also nicht so, dass man sterben kann. Okay, wir können zu Rot und wir können zu Blau. Wir gehen mal zu Blau, weil Rot... Ich glaube, man wird als erstes immer nach unten gehen. Und ich mache jetzt einfach mal das, was man nicht als erstes tun würde. Da kommt eine Ranke raus. Okay. Und wir können in Orange rein. Wir merken uns das mal. Wir waren bei Blau und Orange. Blau und Orange ist das einfach... Wir kommen zu Grün. Blau, Orange, Grün. Wie viele Farben gibt's denn hier? Alrighty. Das Rot. Da kommen wir auch rein, auf jeden Fall. Rot. Okay, Confusion. Und wir kommen hier raus? Ja, aber dann waren wir doch jetzt schon überall.
Oh, ich glaube, haben wir gerade diesen... Haben wir gerade einen Weg irgendwo freigeschalten? Hier geht's auf jeden Fall nirgendwo mehr lang. Und zurück kommen wir auch nicht, okay. Hier kann auch, auch alles wieder so sein, dass das einfach nur gleich aussieht, aber nicht dieselbe Kacke ist. You know what I mean. Deswegen gehen wir jetzt einfach nochmal in Blau und gucken, ob wir da rauskommen, wo wir auch vorher rauskamen. Ich glaube nicht. Es sieht zwar alles gleich aus, aber ich glaube, diese Pflanze hier wird sich nicht resetten, oder? Ich glaube, die wird aktiviert bleiben. Ja, yeah, sie ist... Nee, doch. Hä? Okay. Wenn wir wieder hochgehen, was dann? Aber wozu? Aber wozu? Wozu das Ganze? Was mache ich hier? Sind wir wieder bei Orange reingegangen. Okay, nee, die wird doch resettet. Okay. Bin ich hier jetzt schon im Loop gefangen, dass das gar nicht mehr geht? I don't understand. Vielleicht müssen wir hier warten, bis irgendwas passiert? Weil da oben rechts ja irgend so ein Knubbel macht? Also ganz offensichtlich sind diese Pilze ein Hinweis. Oder nicht? Rot, Orange, Grün, Rot. Ist noch irgendwie die Höhe wichtig, eventuell? Wahrscheinlich nicht, weil Orange und Rot sind auf derselben Höhe. Okay, warte mal. Hast mir einmal aufgeschrieben? Mal gucken. Grün ist aber die erste Röhre, in die man reingeht. Und grün ist die oberste Röhre. Oder der oberste Dings hier. Dann in Rot, dann in Orange oder was? Ich glaube aber, damit hat das irgendwas zu tun. Ich weiß nicht genau was, aber irgendwas hat es damit zu tun. So, wir sind jetzt in Grün reingegangen. Das war die größte. Die zweitgrößte war die rote. Deswegen gehen wir jetzt in Rot rein. Blau war da zum Beispiel überhaupt gar nicht. So, jetzt sind wir hier. Aber grün... Rot... Dann die drittgrößte war wieder rot und orange. Wenn wir hier jetzt einfach rausgehen und dann wieder... Jetzt hier ist aber kein orange. Ey, ich raff es nicht. Okay, dann gehen wir das mal andersrum. Rot, dann grün, dann orange und dann wieder rot. Wenn hier jetzt orange kommt, dann ist ja alles cool. Orange und dann wieder rot. Ist aber kein Rot. Hä? Eine Ewigkeit später. Oh, ich seh's. Okay, das hier sieht nämlich alles nur gleich aus. Ich muss hier oben lang. Okay, ich bin zumindest weitergekommen. Aber ich glaube, das war noch nicht das Ende. Sind wir in grün? Das war also tatsächlich, man musste in der Reihenfolge da rein. Da ist eine Reset-Tür. Oh, nö, ey. Man musste in der Reihenfolge da rein, wie die Pilze waren. Ich glaube, ich komme jetzt mit der Zeit nicht mehr hin. Und dann halt nach rechts. Okay. Damit kommen wir wieder zurück. Okay. Okay, wahrscheinlich kann man oben rechts einfach weiter. Ja. Zeit um. Das war der dümmste Tod aller Zeiten. Hä? Hier ist auch schon offen. Lol, dann sollte das einen links nur verwirren, oder was? Okay, hä? Man kann hier sofort lang? Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut. Von mir aus. Ich gehe auf jeden Fall oben lang. Denn oben gehen die Sieger lang. Weiß man halt auch nicht, ob das richtig ist, einfach oben lang zu gehen. So, das ist der Rückweg. Vielleicht ist das hier nämlich auch alles falsch. Ich krieg halt dieses Timing hier nicht mal hin. 3 Tage später. Oh, danke. Okay, so, jetzt sind wir hier oben. Da ist ein Gumbachen, der uns sein Schüchchen gibt. Das ist doch nett. Dann können wir hier auf den Thrums rumlaufen. Was uns absolut gar nichts bringt. Ja, komm mal rüber, kleiner Gumba. Ich möchte einmal da hochgucken, aber da scheint nichts zu sein. Dann brauche ich dich einmal... Nein, Gumba, Gumba, ich brauche deinen Schuh. Danke. Hier scheint halt wirklich gar nichts zu sein. Okay, dann sind wir hier falsch. Vielleicht brauchen wir aber den Schuh, um später noch weiterzukommen.
Oder ist da oben? Oh, doch, man kommt da oben hin. Vielleicht. Warte, wir töten einmal kurz den Gümbachen hier. Mit dem Schuh. Hoch, hoch! Den nehmen wir mit. Ich weiß nicht, ob da links noch irgendwas ist. Eventuell schon. Man kann es halt nicht sehen. Man weiß es nicht. Wir gehen in die Tür rein. Jetzt sind wir hier draußen. Ah ja. Da ist ein Powerblock. Und hier passieren komische Sachen. Ist man hier tot? Nee, man kann oben lang, man kann unten lang. Ich meine, wir haben jetzt einen Helm. Okay, hier ist gar nichts, dann müssen wir unten lang. Müssen wir mit dem Helm hier irgendwas machen? Oh Gott, ey. Hm. Das Ding wird halt kaputt gehen. Wenn wir dagegen hüpfen. Das kann also auch nicht die Idee sein. Da, dieser Block muss weg, damit der irgendwas nach oben schießen kann. Okay. Hä, jetzt sind wir wieder in einer anderen Welt. Oh nein. Why? Will ich in einer anderen Welt sein? Okay, wir gehen hier mal rein. Hier ist doch kein Block mehr, oder was? What the hell? Ah, okay, da kommt so ein komisches Viech. Der macht das hier auf. So, so. Müssen wir garantiert in die Tür rein? Es, zumindest kam kein Soundeffekt, dass das falsch wäre. Hoch? Wie hoch? Mit meinem Helm geht das locker gar nicht, da hoch zu gehen. Hoch. Hoch. Gut, okay. Komm ich jetzt raus? Da ist ein Sprungbrett. Oh, ist das alles strange hier. Vor allem, ich habe nicht so viel Zeit, ne? Ein Sprungbrett haben wir jetzt. Damit gehen wir wieder zurück. Oder woanders hin. Wo auch immer wir rauskommen. Sind wir wieder ganz am Anfang. Vermeintlich ganz am Anfang zumindest. Ich meine, die können wir kaputt machen mit unserem Helm, ja? Das ist nicht das Problem, aber... Oh, wir könnten hier natürlich hoch. Was haltet ihr denn davon? Und wir haben aber ja diesen Helm. Heißt, wir können uns da durchdüdeln. Eventuell ist das nicht so geplant, aber wir machen es einfach mal. Gehen wir hier rein. Die können uns auch gar nichts. Wir können die sogar nach oben. Oh. Aber nicht. Okay. Jetzt ist halt die Frage, wie aktivieren wir die... Wir können ja selber... Ne, wir können nicht hoch. Können wir die denn hier kaputt... Oh, die können wir kaputt machen. Hi, jetzt bist du hier unten. Und, was gibst du mir? Gar nichts. Aha. Shit, ich habe meine einzige... Das war gerade mein Freiheitsschein. Wenn ich das richtig sehe. Okay, warte, wir müssen irgendwie probieren... Wie? Können die einen verletzen? Da unten ist das Ziel. Hm. Okay, da links ist nichts. Okay, jetzt müssen wir den treffen, weil ich würde ungern meinen Helm verlieren. Haben wir aber geschafft. Easy peasy. Jetzt die Frage. An sich wollen wir ja gar nicht die Tür nehmen, oder? Oder doch? Weil eigentlich bin ich ganz happy mit diesen Schuhen. Na gut, wir nehmen die Tür mal. Wir haben jetzt auf jeden Fall wieder unseren Helm. Ja, wir hätten auch so zurückgehen können, glaube ich. Guck mal, wenn wir hier nämlich noch den Schuh... Stimmt, hätten wir hier den Schuh, dann könnten wir oben lang. Aber wir kommen nicht mehr raus. Wir hätten einfach mit dem Schuh zurückgehen sollen, dann wären wir da bestimmt auch irgendwie hingekommen. So, hier waren wir zum Beispiel auch noch nicht auf der rechten Seite. Das können wir uns auch nochmal angucken. Da wäre noch eine grüne Röhre. Mal gucken, wo die einen hinführt. Irgendwohin, wo wir noch nie waren. Ich spring mal gerade runter. Ah ja. Okay. Okay, wir müssen hier jetzt überleben, bis der da durchgeht. Aber anscheinend schießen die rechts nicht, also bin ich hier recht sicher. Dann lasse ich das mal so, nicht wahr? Und jetzt müssen wir einfach mit nach oben. Ah, nee. Ah, okay. Wir müssen einfach selber nach oben. Schade, dass ich meinen Helm verloren habe. Okay, dann war das hier falsch, ja? Hä? Hier könnte man mit dem Schuh auch wieder hoch. Oder mit dem Shelljump oder so. Tjo. Das Sprungbrett denn jetzt... Nein, das Sprungbrett ist weg. Wie uncool ist das denn? Okay, wir haben wieder einen Hut, aber ob das der richtige Hut ist, ist... Hier müssen wir irgendwas mit diesen Bomben machen. Ganz klar. Oh, ich komme auch nicht mehr zurück. Ich komme nicht mehr in die Tür rein. Das heißt, ich bin jetzt hier eingesperrt. Ja. Ich kann hier auch nicht wirklich was machen. Ich kann die aber auch nicht nach oben schicken. Ja, GG, ich bin hier einfach tot.
Weil ich nicht mehr durch die Tür komme. Und wenn von links der Typ nicht mal irgendwann eine Bombe schießt? Den macht er aber nicht. Mit dem anderen Helm waren wir, glaube ich, besser aufgestellt. Ja, Rip. Das ist so assig, dass da unten halt auch das Ziel einfach ist. Ich glaube, wir brauchen den Schuh. Und dann müssen wir einfach irgendwo hoch. Und dann passt das schon, glaube ich. Wir können noch mal gucken, was hier unten in dem einen Block ist. Das haben wir auch noch nie nachgeguckt. Gar nichts. Oh, wenn wir den hier kaputt machen könnten. Aber ich weiß auch nicht, was das uns alles bringen soll, Leute. Was kann denn da drin sein, was uns so krass hilft? Jetzt haben wir einen Schuh. Ich hoffe, wir kommen auch wieder zurück. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da trotzdem eine Bombe rauskommt. Ich glaube nämlich nicht, weil das hier eine andere Welt ist. Doch! Ach lol, man muss ja einfach nur lang genug warten. Okay. Pow. So, jetzt sind wir hier mit dem Schuh, Leute. Das hatten wir auch noch nie. Und jetzt können wir hier nämlich hoch. Und da ist auch ein Pfeil. Grüne Röhre. Hier waren wir auch noch nie, tatsächlich. Oh. Toll. Hätte ich schneller sein sollen, ja? Danke dafür. Aber wir kommen wieder nur daraus, wo wir schon mal waren. Hey, ich war... The hell? Da rechts waren wir schon mal. So, Leute, mal ein ganz neuer Ansatz hier. Ich habe jetzt hier... Kannst du bitte... Wir lassen den mal kurz rechts rein... Nein. Spring einfach rechts rein. Ist nicht dein Ernst. Okay, also wir haben hier ein Sprungbrett, ja? Leute, wir haben hier ein Sprungbrett. Und ganz viele Schuhe, die wir alle nicht brauchen. Kannst du bitte einfach mal nicht nerven? Das wäre ganz toll. So, Sprungbrett legen wir da hin. Und jetzt versuchen wir mal mit dem Sprungbrett nach da oben zu... Oh, das geht tatsächlich. Da, nach da oben zu kommen. Nehmen einmal das Ding. Jetzt können wir in diese Tür hier rein mit dem Helm, den wir haben. Und dem Schuh, den wir haben. Ist das nicht wundertoll? Okay, jetzt machen wir einmal das Ding hier auf. Und wenn wir dagegen nuddeln, ohne so einen Helm, dann passiert bestimmt auch irgendwas Tolles. Da hört halt auch die Musik auf. Das hat locker... Das ist auch ein... Ah, der P-Switch! Den brauchen wir, Leute, den P-Switch. Denn mit P-Switch wird... Da, wo wir jetzt aber nicht hinkommen zum Ziel, auch irgendwas passieren. Und dafür ist dann, glaube ich, auch das Teil hier. Warte mal, wir lassen den Schuh mal kurz hier. Lass uns einmal treffen. Wenn wir das jetzt aktivieren... Ah! Kann ich den Schuh bitte nochmal mitnehmen? Und der macht jetzt irgendwas? Ah ja, jetzt haben wir den P-Switch, Leute. Leute, wir kommen der Lösung... Der Lösung des Rätsels näher. Jetzt haben wir den P-Switch. Und mit diesem P-Switch müssen wir jetzt nur noch an den Ort kommen, wo wir schon mal waren. Ich weiß noch nicht mehr, wo das war. Mit diesen ganzen Bomben und so. Und den Thrums. Das muss ja dann hier gewesen sein. Ich weiß sonst nicht wo. Ich habe jetzt auf jeden Fall einen P-Switch. Ich glaube, das sieht gut aus. Da unten, wo die ganzen Bomben waren. Da müssen wir einfach hin. Ja, und dann haben wir es doch. Das Sprungbrett lassen wir mal hier. Ich brauche nämlich den P-Switch. Das soll einen alles nur verwirren, Leute. Jetzt sind wir wieder hier? Ich brauche das Sprungbrett doch, Leute. Ich brauche den P-Switch und das Sprungbrett da oben. Aber das despawnt doch, wenn man beides mitnimmt, oder nicht? Okay, ich glaube, die einzige Sache, die ich noch brauche, ist nochmal ein Schuh. Aber den habe ich jetzt leider weggeschmissen. Man muss das also alles auch in der richtigen Reihenfolge machen, weil sonst kriegt man das nicht mehr hin. Das ist die Frage, müssen wir da jetzt schon lang oder nicht? Da würden wir den Schuh bekommen. Und mit dem Schuh... Ja. Wir müssen aber den Schuh halt wieder mitnehmen. Das war eben schon eigentlich richtig, was wir gemacht haben. Die Bombe ist halt kacke. Die versperrt uns nämlich den Weg, dass wir wieder zurückgehen könnten. Nein! Und das war mein letztes Leben. Oh, ich hatte es doch eigentlich schon. Ich schaff's in einem Level, wo man eigentlich nicht sterben kann, zu sterben. Durch eigene Dummheit auch noch. Aber neuer Rekord. Cool. Das Level beenden wir aber natürlich trotzdem nochmal. Also, wir holen uns den Schuh. Schon schlecht, ne? Ich hätte eigentlich das Sprungbrett mir holen sollen. Weil sonst kommt man da nicht hoch, ne? Also, Schritt 1, immer hier erstmal den Block aktivieren. Das ist schon mal klar. Schritt 2 ist, glaube ich, zurückgehen. In die Tür hier rein. Dann in die Röhre hier rein. Und hier kriegt man, glaube ich, das Sprungbrett, wenn mich nicht alles irrt. Genau. Das nehmen wir mit, kommen am Anfang wieder raus. Sicherheitshalber aktivieren wir hier schon mal einen Block. Auf beiden Seiten. Die könnten wir dann kaputt machen.
Wenn wir diesen komischen Helm hätten. Oh, das war knapp. So, mit Sprunggelenk im Gepäck. Können wir jetzt auch endlich hier lang gehen? Brauchen dann einen so einen Schuh. Legen das Sprungbrett hier ganz an die Kante ab und gehen damit quasi einmal da hoch. Ich glaube, das ist auch so geplant, weil warum hätte er da sonst eine zweite Ebene haben sollen? So, wir müssen hier rein, weil was anderes geht nicht. Jetzt können wir da unten das Ding aktivieren. So, wir gehen raus, lassen uns einmal treffen. Aktivieren das Ding, laufen ganz schnell wieder zurück, holen den Schuh, bevor er despawnt. Kriegen jetzt den P-Switch, den wir hoffentlich auch mitnehmen. Nein, wieso kann ich den nicht mitnehmen mit dem Schuh? Doch, das geht, oder? Ich kann den nicht mitnehmen mit dem Schuh. Ich brauche doch meinen Schuh. Ich muss doch beides mitnehmen. Weil die ganze Arbeit umsonst. Na gut, der P-Switch ist jetzt erstmal hier. Der despawnt ja wohl auch nicht, oder? Da oben können wir nicht lang. Der Schuh wird nämlich auf jeden Fall despawnen. Ist der P-Switch jetzt weg oder nicht? Der ist weg. Aber er respawnt. Also wir können uns immer wieder einen P-Switch holen. Das ist doch schon mal schön. Okay, heißt, wir aktivieren ihn, gehen hier schnell rein. Dann müssen wir nach rechts. Dann da hoch. Hier rein, ganz schnell nach rechts laufen. Ja, toll, jetzt ging das hier ein bisschen schneller, aber sonst gar nichts. Lol, wird die Sicht kleiner, weil ich jetzt den Helm aufhab? Kommt mir gerade so vor. Mit Sprungbrett holen wir uns einmal einen P-Switch ab. Man kann ja leider nicht beides mitnehmen, das ist halt das Doofe. Den platzieren wir einmal da oben. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wo müssen wir dann gleich hin? Quasi einfach nur nach oben, ne? Ja, dann haben wir es doch jetzt schon. Wir aktivieren den, jetzt müssen wir schnell sein. Indem wir hier reingehen, da nach oben gehen, in die Röhre reingehen und jetzt die Brücke rübergehen. Aber ich glaube, ich habe da jetzt zu viele... Wieso ist hier zu? Oh, weil wir hier schon mal waren. Hä? Ich hätte einfach nach rechts gehen sollen, oder? Oh Mann, ey. Ah, wir kriegen das Sprungbrett sowieso auf dem Weg dahin. Und hier aktivieren wir jetzt einfach nur jeden zweiten. Ich glaube, das ist... Shit, besser. So, Sprungbrett ablegen. Wieder den Bumba hier mitnehmen. Und alle... Hoppala! Den mitnehmen. Unten das kaputt machen. Einmal treffen lassen. Anmachen. Ich glaube, den braucht man wirklich nicht. Aber man kann ihn mitnehmen, theoretisch. Für andere Zwecke. Ich glaube, ich nehme ihn auch mal mit. Nein, 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 bleib hier, bitte, bitte, nein! Okay, dann ist auch egal. Jetzt kann ich auf jeden Fall den P-Switch mitnehmen. Muss ihn ja gar nicht so früh aktivieren, ist die Sache. So, und das war's, glaube ich, schon. Jetzt gehen wir hier raus. Müssen schnell nach oben. Guck mal, ich muss da gar nicht den Weg langlaufen. Nee. Als ob. Wieso das denn jetzt? Ah, okay, also man muss die hier auch kaputt machen mit dem Helm. Man muss eine Reihe kaputt machen und dann geht man da hoch. Oh Mann, ey. Wenn ich frage, warum ich jetzt so flüstere, es ist wieder sehr spät. Mein Vater ist schon zu Bett gegangen. Und diese Aufnahme geht jetzt schon 2 Stunden wegen diesem blöden Rätsellevel hier. Ich will das auf jeden Fall nochmal beenden. So, das Ding aktivieren, sich die Spring holen. Und hier zumindest den linken aktivieren. Weiß nicht mal, ob ich hier die Spring brauche, ehrlich gesagt. Aber ich nehme sie einfach mal mit. Aber warum hat er das dann so gemacht mit der zweiten Ebene? Das verstehe ich halt nicht. Egal. So, deswegen nehme ich es alles mit. Alles meins. Das Ding machen, einmal treffen lassen, das aktivieren. Schuh nehmen wir einfach mal wieder mit. Aber ich brauche ihn halt wirklich nicht. Ich glaube nicht, dass ich ihn brauche. Wir nehmen den P-Switch mit, dann habe ich nämlich mehr Zeit. Haben wir die eine Reihe schon kaputt gemacht? Oh fuck, ich glaube nicht. Nee, das muss ich noch machen, bevor ich den P-Switch hole. Alles klar. Ding aktivieren, Sprungbrett holen, was ich glaube ich nicht mal brauche. Ach doch, ich brauche es halt hierfür, ne? Aktivieren, aktivieren. So, jetzt holen wir uns nochmal das Sprungbrett. Lassen den Schuh einfach mal hier. Ist ja egal. Wir hätten das auch mit dem Schuh machen können, aber pff. Ja, sitzen wir hier nochmal mit dem Sprungbrett. Aber diesmal auch mit dem Deckel hier. So, jetzt ist er nämlich frei. Schön. Brauche ich das Sprungbrett noch? Ja, ne? Ne, ich kriege ja ein neues. Ich kriege ein neues Sprungbrett. So, den machen wir kaputt. Wir lassen uns einmal treffen. Drücken wir den. Das Sprungbrett ist egal, weil wir brauchen jetzt erstmal den P-Switch. Kannst du bitte weggehen? Den P-Switch nehmen wir mit. Haben wir uns ein neues Sprungbrett? Ich glaube, jetzt haben wir es wirklich. Leute, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Jetzt kann mir keiner benehmen. So, schnappen wir uns hier das Sprungbrett. Aktivieren den. Gehen nach oben. Oh, ich hoffe, ich habe das jetzt alles mal richtig gemacht. Jetzt gehen wir hier nach oben. Ja, den nehmen wir mit von mir aus. Und jetzt müssen wir einfach nur durchlaufen. Wieso ist hier nichts aktiviert? Ich dachte, diese Steine hier gehen weg. Hä?
Okay, dann raff ich gar nichts. Ich dachte, diese goldenen Steine hier gehen weg. Aha. Oh, jetzt kommt von rechts irgend... Nee, ich hätte es schon die ganze Zeit geschafft, oder was? Oh, wie dumm ist das denn? Oh nein, ich habe so... ich habe mein Gehirn zu doll angestrengt. Es war so einfach, das Ziel. Ich hatte es dann eigentlich schon vor 40 Minuten. Oh nein. Der rechte Typ, der Weltrekordhalter, macht genau das Gesicht, das ich gerade mache. Oh nö. Ich habe zu viel nachgedacht. Und nicht mal Weltrekord. Der war einfach eine Minute schneller, weil ich auch halt auch voll den unnötigen Scheiß gemacht habe. Na gut, dann würde ich aber sagen, was das mit dieser Folge. Wir haben auf jeden Fall einen Rekord in der Endlos-Herausforderung. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst ein Like da. Ich hoffe, der ist jetzt nicht viel zu lang geworden wegen diesem Rätsel. Das muss ich übelst zusammenschneiden, jetzt ohne Witz. Die Aufnahme geht jetzt 2 Stunden. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.